Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fly with Chris. Wir fliegen heute in Rezzo. Ich würde sagen, auf geht's! So, dann machen wir einmal kurz zusammen die Abflugcheck, dass wir gleich los können. So, als allererstes, Brakes werden gesetzt, die sind gesetzt. Kurskreise, Sicherungen werden überprüft. Ruderkontrolle, full links, full up, full links, full right, full down. Drehzahl 1700 RPM. So, dann machen wir die Start-Checkliste. Flaps gehen auf 10, Mixer auf Best Power, Landelicht geht an. Transponder geht auf Alt. Das hat er genommen. Und eine Zeitnotiz, wir haben 12.56 Uhr. Und damit sind wir jetzt abflugbereit. So, Parkbremse wird gelöst und die Delta Golf Civil Charlie rollt auf die Piste 27 und startet. Da sind wir jetzt auf der Bahn. Da richte ich sie noch schnell auf den Kurs aus. 70 und Vollgas. So, schön auf der Bahn bleiben. Und wir ziehen leicht hoch. 70 Knoten, noch ein bisschen am Boden bleiben. Jetzt haben wir sie 70 und es geht nach oben. Boah, alter Schwede. Bei dem kalten Wind steigt man richtig schnell. So, das passt. Die 400 Fuß, Klappen gehen rein und Landescheinwerfer geht aus. So, alles frei, Anflugsektor, Ausflugsektor auch. Wir drehen links ab. Ah, da haben wir ja doch noch richtig schönes Wetter heute erwischt. Ich erzähle euch gleich mal, wie das wirklich war heute Morgen. Das war nämlich so ein bisschen so ein Drama darum, ob ich jetzt wirklich fliegen kann oder nicht. Rechts ist auch frei, wir gehen nach rechts. So. Dann gehen wir wieder nach rechts und die Delta Golf Zulu Charlie verlässt jetzt die Frequenz und ist aktuell in Richtung Uetersen unterwegs. So, die 2000 Fuß haben wir gleich. So, dann haben wir jetzt rechts von uns Uetersen und davor ist die Stadt Elmshorn. 2000 Fuß haben wir jetzt erreicht. So, dann gehen wir mal schnell auf langen Informationen. Delta Golf Zulu Charlie, eine Cessna 172, eine Person von Uetersen nach Itzehoe. Jetzt in 2000 Fuß direkt gegenüber von Uetersen. Und da bitte Verkehrsinformation. Delta Golf Zulu Charlie, Squawk 7740 und QNH 1014. So, dann haben wir uns jetzt auch mal wieder bei langen Informationen angemeldet, sodass das alles klappt. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz, dass wir auf den Kurs kommen. Das ist aktuell noch links von uns. Dann drehen wir da mal ein bisschen rein. Ja, vor uns haben wir jetzt so ein bisschen so Regenschleier. Jetzt durch Regen bei den Temperaturen wäre fatal, weil das Eis sich auf den Tragflächen absetzen würde oder könnte. Und dann würde es zum Absturz kommen, weil wir an Auftrieb verlieren würden. Deswegen Wolken oder auch Regen, was ja sonst eigentlich kein Problem ist, ist bei dieser Kälte absolut ein Tabu. Ja, das Wetter ist, wie angesprochen, heute eigentlich relativ gut. Es sollte aber eigentlich gar nicht mehr so gut werden. Wir haben jetzt ein bisschen Sonne mit ab und zu
ein bisschen Bewölkung. Wir haben aktuell Oscar, das ist für die Luftfahrer ganz wichtig. Das ist eine Information vom Deutschen Wetterdienst, die kategorieren das dann ein in bestimmte Kategorien. Wir haben heute Oscar, wie gesagt, mit ab und zu Regen. Die Regendinger sind hoffentlich hier nicht in der Nähe. Ansonsten müssen wir notfalls umdrehen. Die Flugzeit beträgt in etwa 20 Minuten. Davon sind wir aber schon ein bisschen unterwegs, sodass wir wahrscheinlich in circa, ja, ich sag mal 12 Minuten sollten wir da sein. Als ich den Flugplan gemacht habe für Itzehoe Hungriger Wolf, habe ich mir gedacht, woher kommt eigentlich dieser sehr dubiose Name, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gleich erstmal nachgeguckt. Und bei Wikipedia bin ich dann so ein bisschen fündig geworden. Und da gibt es zwei Stories. Die erste ist, dass ein Bauer mit seinen Knechten, wenn die eingeladen worden sind, diese Knechte, dass die immer sehr viel Hunger gehabt haben sollen bei den Besuchern. Und daher kommt der Name Hungrig. Und der Bauer hieß Wolf und deswegen Hungriger Wolf. Ob das so richtig ist, kann ich natürlich nicht bestätigen. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die für mich ein bisschen plausibler klingt. Und das ist, dass der Handelsweg damals im Mittelalter zwischen Hamburg und Dänemark dort lang verlief. Und dass damals ja mit Kutschen und Pferden gearbeitet worden ist. Und diese Pferde wurden dort von Wölfen gerissen. Und deswegen sprach man da von dem hungrigen Wolf, da die Wölfe da wohl sehr hungrig gewesen sein sollen. Beides lässt sich anscheinend nicht bestätigen. Auf jeden Fall heißt die Region Hungriger Wolf und der Flugplatz hat es auch behalten. Überwiegend wird am Flugplatz Itzehoe jetzt aktuell Fallschirmsprungbetrieb gemacht. Also wird Fallschirmsprung durchgeführt und ich denke aber mal, heute werden wir mit dem Fallschirmsprung nichts zu tun haben, da die Leute ja nicht irre sind und bei den Temperaturen, oder was heißt irre, aber es ist schon, da muss man schon hart gesotten sein, wenn man bei den Temperaturen aus dem Flugzeug springt. Ich glaube tatsächlich, ich bin da nicht ganz so affin, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht erlaubt ist. Ah, hier links sieht man auch so ein bisschen so eine kleine Schwade. Ich weiß nicht, ob das sieht tatsächlich so aus, als wenn da so ein bisschen Regen runterfällt. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber das sieht so aus. Naja, auf jeden Fall dürfen wir da nicht reinfliegen. Vor uns ist aber alles frei. Und wir sind sehr genau auf den Kurs. Rechts von uns haben wir auch so eine Nebelwolke. Da durchzufliegen ist natürlich nicht so gut, wenn man das meiden kann. Sollte man das tun, nichts tun. Ich habe mir natürlich auch jetzt gerade mal die Heizung angemacht. Ich sitze hier auch noch im Pulli. Ich bin ganz froh, dass die Cessna da eine gute Heizung hat. Das wird eigentlich relativ schnell hier warm. Lass sie immer so ein bisschen aus noch, bevor wir die anmachen, weil ich einfach will, dass der Motor richtig warm wird. Und dann wird er etwas schneller warm, wenn ich die ganze Wärme nicht abführe nach hinten hier zu mir. Die Piste in Itzehoe ist ähnlich wie in Hamburg. Es ist eine Kreuzbahn. Davon ist eine Grasbahn und eine Asphaltbahn. Und wir verwenden heute die Asphaltbahn, weil die Grasbahn aktuell geschlossen ist. Das habe ich alles schon über die Notems erfahren. Und ich habe auch nochmal mit dem Turm gesprochen, um etwas Spezielles heute bei dem Wetter noch zu erwarten ist. Aber das hatte er verneint. Von daher freue ich mich jetzt, leichter anzukommen. Wir sind jetzt gleich im Landeanflug auf Itzehoe. Wind werden wir von links haben, mit 4 Knoten voraussichtlich, aber die Information werde ich auch gleich nochmal vom Turm kriegen. Delta Golf Zulu Charlie, ich würde jetzt wieder die Frequenz verlassen, um Itzehoe zu rufen. Delta Golf Zulu Charlie, Squawk bei VFA, vielen Dank. So, dann haben wir das gemacht, dann gehen wir jetzt auf die Turmfrequenz von Itzehoe und dann leiten wir jetzt auch schon mal den Sinkflug ein. Vergaserverwärmung ist drin, Landescheinwerfer mache ich jetzt schon an. Alles frei. Jetzt so Info für die Delta Golf Zulu Charlie. Delta Golf Zulu Charlie, eine Cessna 172 von Uetersen nach Itzehoe.
jetzt gerade noch südlich des Platzes in aktuell 1000 Fuß und würde gerne landen. Der Delta Golf Zulu Charlie, eine weitere Maschine im Anflug und die Piste 02. Vielen Dank. So, das ist alles gut. Wir müssen jetzt runter auf 900 Fuß. Das haben wir gleich. Wir gehen jetzt schon ein bisschen aus dem Gas. Gehen wir sie noch ein bisschen hoch, dass wir die 900 Fuß halten. Da haben wir sie und Landeklappen 1. Und Klappenstufe 2. Gas weiter aus. Und die Delta Echo Golf Zulu Charlie dreht jetzt in den Queranflug Piste 02 ein. So, dann mache ich mich mal schon mal fertig. Klappenstufe 3. Gas geht weiter raus. So, 70 Knoten haben wir. Da sind wir am Boden. Oh, da ist sie ein bisschen ins Schwanken gekommen. Alles gut. So, dann lassen wir sie jetzt runter. Das passt. Sehr gut. Fahrgastform geht rein. Landeklappen gehen wieder hoch. So, dann geben wir noch mal ein bisschen Gas, dass wir hier auch wegkommen. Ja, da ist, als ich den Vorderreifen runtergesetzt habe, ist das Vorderrad so ein bisschen ins Schlingern gekommen. Dann zieht man sie noch mal ganz kurz hoch und dann kann man sie danach absetzen. So, dann räumen wir mal hier den Rollweg entlang zum Turm und sagen kurz Bescheid. So, Landung war um 13.15 Uhr. So, Aviation. Ich glaube, die hier ist ein bisschen größer als meine. Oder was sagt ihr? Ja, was war das bitte für ein richtig cooler Flug? Das Wetter hat richtig gut mitgespielt, trotz Winter. Da ist es immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Vorhersagen. Das wechselt relativ schnell. Trotzdem hat das Wetter sehr gut mitgespielt. Wir haben Sonne, wie man auch gerade sieht. Es ist echt richtig schönes Winterwetter. Und der Flug war wirklich sehr schön. Es war sehr ruhig und von daher ein traumhafter Flug. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid auf meinem Kanal Fly with Chris. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und einen schönen vierten Advent am Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao!